Es gibt einen ganz klaren Grund, warum wir hier sind. Wir kämpfen für ein besseres Bildungssystem. Wir kämpfen für eine sozialere, für eine transparentere Hochschule. Wir kämpfen aber auch für ein sozialeres Schulsystem, das nicht mehr so stark selektiert, das jedem Menschen die Möglichkeit gibt, seine Talente voll zur Entfaltung bringen. Es hat einen konkreten Grund, warum wir hier sind. Wir haben Arbeitsgruppen, die hier intensiv arbeiten, die hervorragende Analysen und Arbeitsergebnisse haben, die sich regelmäßig treffen, wir haben hier Kontakte zu anderen besetzten PH und Hochschulen. Hier geht richtig was. Heute Mittag findet zum Beispiel, das ist für uns ein Riesenerfolg, ein Gespräch mit dem Herrn Rau statt. Das ist hier der Minister in Baden-Württemberg, der für die Bildung zuständig ist. Hier sind 4 Vertreter von uns heute eingeladen und das ist meiner Meinung nach schon Erfolg, dass uns hier die Minister Baden-Württembergs einladen, unsere Leute von der PH und sich ihre Forderungen anhören. Ja, was machen wir hier? Wir sind nicht nur Studenten hier, will ich darauf hinweisen. Es gibt zahlreiche Dozenten, die sich mit uns solidarisieren. Wir haben großen Zuspruch hier. Wir haben auch von Seiten der GEW großen Zuspruch. Wir haben demonstriert.